Hallo, heute gibt es den Blogartikel mal wieder als Videocast. Es haben sich sehr viele Themen bei mir angesammelt auf der Liste und genau, ich werde die jetzt einfach mal alle so abarbeiten. Fangen wir an. Thema 1. Webmaster Friday wird 2 Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch und zwar an all die Teilnehmer, die regelmäßig mitmachen. Besonderer Dank geht natürlich an den Mirko von SEO2Feel und den Ralf Bonert von Boncore, die sich sozusagen auch als Administratoren mit darum kümmern, den Webmaster Friday am Laufen zu halten. Super Jungs, ihr macht das prima. Das Thema dieser Woche beim Webmaster Friday ist eben gerade 2 Jahre Webmaster Friday und ich will mal ein bisschen auf die Fragen eingehen, die ich da gestellt habe. Wie gefällt er euch? Na gut. Logisch, was könnte man besser machen? Das würde ich natürlich gerne wissen. Einige haben auch schon ganz interessante Artikel geschrieben, wobei bei den meisten höre ich doch raus, dass sie es eigentlich ganz gut finden. An das neue Design gewöhnt, naja, da gibt es natürlich ein paar kritische Stimmen, aber die wird es wahrscheinlich immer geben, wenn es um Design geht. Irgendwann werden wir es wieder überarbeiten und dann machen wir es ganz anders, vielleicht im Retro-Style oder ich weiß auch nicht was. Wie ist der Webmaster Friday SEO-technisch zu bewerten? Da, glaube ich, hat der Webmaster Friday mittlerweile einigen Trust aufgebaut, logisch. Ja, Woche für Woche trudeln da 10, 15, manchmal 20 Links ein auf die einzelnen Blogartikel und das summiert sich natürlich und im Laufe der Zeit ist das, glaube ich, wirklich schon eine starke und relevante Linkquelle geworden, die ich natürlich nicht für eigene Projekte nutze, sondern das geht natürlich, das fließt natürlich alles entsprechend an all diejenigen zurück, die sich beteiligen. Und also SEO-technisch macht das, glaube ich, auf jeden Fall Sinn, da mitzumachen. So, bringt euch der Webmaster Friday interessierte Leser? Da weiß ich nicht so genau. Also meine eigenen Erfahrungen sind so irgendwie, dass da natürlich schon Leser kommen, aber die kommen wahrscheinlich auch, wenn ich eine Sache nur twittern würde oder wenn ich einfach nur so einen Blogartikel schreibe. Also von der Anzahl der Leser kommt da wahrscheinlich nicht so viel rum, wobei, das bezieht sich jetzt auf die Menge, aber diejenigen, die kommen, sind glaube ich schon alle sehr interessiert und selber kommen die auch aus der Blogosphäre und deswegen, also ich denke schon, das sind nicht viele, aber es sind interessierte Leser, die da kommen und man kann schon auch neue Leser dadurch gewinnen. So, wie sieht es mit den Themen aus? Da bemühe ich mich natürlich, so eine gewisse Bandbreite drin zu haben, irgendwie, dass möglichst viele Leute sich auch immer mal angesprochen fühlen und Lust haben, sich zu beteiligen. Ich habe schon gedacht, irgendwie, dass es vielleicht sinnvoll wäre, das Ganze noch ein bisschen breiter zu streuen, irgendwie, aber auf der anderen Seite zeigt die Erfahrung aus den vergangenen Wochen und Monaten, dass wenn man zu sehr vom Thema Blogosphäre und auch eigentlich so ein bisschen Suchmaschinenoptimierung, Blog, wie entwickelt sich so ein Blog, wenn ich mich davon zu weit entferne, irgendwie, dann schwindet doch das Interesse. Und deswegen werde ich jetzt sozusagen erstmal so ein bisschen auf der Linie bleiben, die der Webmaster Friday jetzt zuletzt hatte. So, warum machen so selten die großen etablierten Blogs mit? Das ist, glaube ich, logisch, denn wenn man sich mal anguckt, irgendwie, was das für Themen sind und wie sich der Webmaster Friday auch entwickelt hat als Projekt, ist es eher, glaube ich, ein Projekt für kleinere Blogs. Denn die großen Blogs haben erstens natürlich sowieso ihre eigenen Themen, beziehungsweise die haben nicht das Problem, dass sie nicht genau wissen, irgendwie, worüber könnten sie schreiben. Im Gegenteil, meistens ist es so, also bei mir ist es zumindest so, irgendwie, dass ich ständig auch Themen wieder verwerfe, irgendwie, weil ich nicht dazu komme, sie zu schreiben. Und aus dem Grunde vermute ich mal, irgendwie, dass viele aus Zeitgründen einfach schon gar nicht mitmachen. Und natürlich ist es auch so, dass ja, ab und zu mal macht jemand mit, Eisi macht mit, irgendwie jetzt der Fabian Rossbacher, kommen wir später noch zu, irgendwie hat sich jetzt auch irgendwie mehrfach beteiligt in letzter Zeit irgendwie. Also das ist natürlich immer schön, wenn es dann so ein bisschen so eine Mischung gibt und wenn die Verlinkung untereinander dann auch gut funktioniert irgendwie, weil dann natürlich, ja, es ist sozusagen so ein kleiner Kristallisationskern der Blogosphäre. Der Sören, also der Eisi, hat mit onlinestammtisch.net eine Website ins Leben gerufen, die irgendwie auch so ein bisschen ist wie der Webmaster Friday, weil sie richtet sich quasi an die Community und es geht darum, dass man sich regelmäßig verabreden kann, ja, quasi online, ja, mit Hilfe von
Mikrofon irgendwie oder vielleicht auch irgendwann mit Video sich quasi trifft und einen Stammtisch veranstaltet und einfach über Gott und die Welt plaudert und was das Ganze mit SEO zu tun hat. Beziehungsweise SEO auch, aber natürlich auch sehr viel mit Affiliate und Online-Marketing. Und ich kann nur sagen, war sehr lustig. Also schönen Gruß nochmal an den Christian Süllhöfer irgendwie, dessen erfolgreiche YouTube-Karriere wir hoffentlich letzte Woche irgendwie gestartet haben. Aber es war einfach ein lustiger Abend. Ging sehr lange, aber das Coole ist natürlich irgendwie, dass ich zwischendurch Abendbrot gegessen habe, Kinder ins Bett gebracht habe, sogar noch Nachrichten geguckt habe und man klingt sich sozusagen immer für eine gewisse Zeit aus und klingt sich dann wieder ein. Und das Ganze verteilt sich dann noch über zwei oder drei eigene, ja, wie nennt man das denn, Chaträume? Ist das dann Chat? Keine Ahnung. Auf jeden Fall in kleine Gruppen irgendwie und da erzählt man sich dann irgendwie lustige Sachen. Das ging am Ende bis um zwei irgendwie und ich war gefühlt sturzbetrunken. Nicht in echt, aber also es ging schon lange irgendwie. Am nächsten Morgen habe ich mich so gefühlt, als wäre ich auf dem echten Stammtisch gewesen. Also super, ich habe mich auch schon gleich für den nächsten angemeldet und kann Eisen nur gratulieren irgendwie zu der tollen Initiative und ja, ich glaube, das Ganze ist immer begrenzt irgendwie auf 25 Teilnehmer, insofern werden wahrscheinlich überhaupt nicht alle mitmachen können, die wollen irgendwie, aber wenn die Nachfrage groß ist, dann wird Eisen sich schon was einfallen lassen, irgendwie wie er das Ganze organisiert. So, dann überspitzt formuliert könnte man natürlich sagen, irgendwie, wenn das Ganze in Zukunft dann mit Videochats läuft, ja, also Google Hangouts, sag ich nur, dann könnte man sich ja eigentlich fast schon die Konferenzen sparen irgendwie, die natürlich auch verstärkt stattfinden irgendwie und immer wieder neue schießen aus dem Boden und machen den etablierten Konkurrenz. Und zwei möchte ich jetzt erwähnen, nämlich zum einen die Geschichte, die der Fabian Rossbacher gerade sehr erfolgreich promotet irgendwie, und zwar ist das der SEO Day in Köln. Der findet statt, der hat noch gar kein Favicon hier irgendwie sich gemacht. Irgendwie. Das sieht ein bisschen, also Fabian, mach mal ein Favicon für deinen Blog. Der SEO Day findet statt am 27.10., also Ende Oktober. Und ich bin da auch als Speaker eingeladen. Und neben mir auch noch sehr viele andere, eigentlich ja, so die bekannten Gesichter der Szene irgendwie und ich glaube sogar noch ein paar neue Quereinsteiger, was natürlich auch immer ganz toll ist. Als Thema habe ich mir überlegt, das ist immer ganz schwierig, wenn man dem Fabian irgendwie ein Thema vorschlägt, irgendwie, weil der ist ja tendenziell irgendwie so interessiert an Black Hat-Themen und da habe ich ja natürlich überhaupt keine Ahnung von, aber trotzdem habe ich mir ein Thema überlegt, das heißt Black Beauty. Und zwar über Meta-Bilder-Suchmaschinen. Ja, also da habe ich ja jetzt zuletzt auch im Blog schon einiges drüber geschrieben, irgendwie was es da für schmutzige Sachen gibt und wie man sogar mittlerweile irgendwie gerichtlich bestätigt ganz schmutzige Meta-Bilder-Suchmaschinen aufziehen kann. Also das will ich mal so ein bisschen besprechen irgendwie und auch durchaus gerne diskutieren und bin gespannt, wie die Resonanz ist. Und ich hoffe natürlich, dass da viele Interesse dran haben und entsprechend kommen. Und eine zweite Veranstaltung findet schon zwei Wochen vorher statt, und zwar am 13. Oktober. Das ist die OMCAP-Konferenz, ja, organisiert von André Alpa, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob da die ganzen Rockets hinterstehen oder ob André das eher alleine macht. Egal. Auf jeden Fall findet das hier in Berlin statt. Und da bin ich auch als Speaker eingeladen, habe aber, glaube ich, soweit ich weiß, noch gar kein Thema vorgegeben. Irgendwie ich werde natürlich immer gefragt, ob ich was zum Bilder-SEO mache. Könnte ich auch machen, aber es ist ja irgendwie dann doch oft immer ähnlich. Ne? Ich will mich jetzt nicht irgendwie schlecht machen. Irgendwie. Aber ich hatte gedacht, vielleicht machen wir mal was über YouTube. Ja, weil das habe ich irgendwie noch nie auf so einer Konferenz gemacht. Und es ist ja eigentlich auch ein spannendes Thema und man kann da auch viel machen. Und ja, muss mal mit André oder Dominik reden, irgendwie, ob YouTube vielleicht auch ein interessantes Thema ist. Irgendwie, ihr könnt ja irgendwie auch in den Kommentaren schreiben, irgendwie, ob ihr lieber klassisches Bilder-SEO oder entsprechende Themen haben wollt oder ob ihr auch mal was zu YouTube hören wollt. So, Thema Bilder-SEO. Ich hatte ja schon
in meinem Blog darüber geschrieben, irgendwie, dass nach meinen Beobachtungen irgendwie sich doch gravierende Dinge in der Universal Search ändern. Auf dem Online-Stammtisch bei ISI, den ich eben schon erwähnt habe, war auch Johannes Beuys von Sistrix da und der meinte aber, dass er das gar nicht so feststellen kann irgendwie und möglicherweise das nur ein Problem von mir ist, was ich natürlich nicht hoffe irgendwie, beziehungsweise von meinen ganzen Galerien. Aber ich muss auch sagen, einfach so gefühlt, wenn ich die Suchergebnisse durchgehe, irgendwie habe ich echt, ich sehe viel weniger Bilder irgendwie. Und nicht nur Bilder, sondern auch Videos. Und es ist alles sozusagen weniger geworden, was die Universal Search Integration betrifft. Und ja, muss ich einfach mal weiter beobachten. Oder wenn einer von euch da irgendwie was feststellt, irgendwie zu bestimmten Keywords, wo früher immer Bilder oder Videos zu sehen waren und jetzt nicht mehr irgendwie, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Genau, und Thema Bilderseo will ich aber auch deswegen noch erwähnen, weil nämlich der Marcel, der pfiffige Marcel von Ranking Check, irgendwie da auch einen Artikel drüber geschrieben hat in seiner Serie oder in der Serie SEO Sunday. Und zwar hat er eine Bilderseo-Mindmap erstellt. Ja, die Ranking Checks sind ja Freunde von Mindmaps, haben sie ja schon eine ganze Menge gemacht. Und ja, das ist irgendwie schon ganz übersichtlich und sinnvoll. Ich weiß gar nicht, bei OnPage steht was von einer HTML-Sitemap irgendwie. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich diesen Tipp gegeben habe oder ob sie sich den ausgedacht haben irgendwie. Und bei OffPage steht dann noch XML-Sitemap. Also so ganz ist mir das irgendwie von der Begrifflichkeit her nicht klar. Macht ja aber auch nichts irgendwie. Also ist ja auch eine Mindmap, ja. Also man muss Hauptsache man denkt dran irgendwie. Ob das jetzt für die als Ranking-Kriterium wichtig ist, weiß ich nicht. Also weder die XML noch die HTML-Sitemap irgendwie, das ist, glaube ich, eher wichtig, wenn es um die Indexierung neuer Bilder geht. Auf jeden Fall ist mir beim Durchlesen des Artikels deutlich geworden, irgendwie, dass mein Artikel, den ich dazu geschrieben habe, mit den Bilder SEO Basics, ist, glaube ich, schon fast 2 Jahre alt irgendwie. Also es wird auch dringend Zeit, dass ich den mal überarbeite, auch hinsichtlich der Veränderungen, die sich jetzt bei Google ergeben haben. Und im Großen und Ganzen denke ich schon, ist der schon noch korrekt irgendwie, aber in so Details, ja, könnte man irgendwie das schon noch teilweise ein bisschen anders formulieren. Irgendwie, ich werde das Thema jetzt mal demnächst angehen. Was haben wir jetzt? Google Plus. Ja, ich habe ja vielleicht mitgekriegt, irgendwie, ich bin bei Facebook total raus und mache da gar nichts mehr. Ich gucke da zwar ab und zu mal noch irgendwie, weil es immer noch Leute gibt, irgendwie, die mir da folgen oder Freunde werden wollen. Die haben das wahrscheinlich nicht gelesen, dass ich gar nicht mehr mitmache. Ich lehne das jetzt mittlerweile ab. Tut mir leid, wenn ihr auch betroffen seid irgendwie. Aber ich werde mich, glaube ich, schon wirklich verabschieden von Facebook. Ist mir einfach unsympathisch irgendwie. Ich mag das nicht irgendwie. Jetzt stellt sich natürlich die Frage irgendwie, ist das schlecht, SEO-technisch gesehen, ja? Und ich hatte jetzt so 2, 3 Artikel irgendwie, wo ich eben nichts über Facebook gemacht habe und entsprechend auch keine Links bekommen habe. Oder auch man kann das auch in den Statistiken sehen, dass eben der Traffic über Facebook sehr, sehr gering ist. Und ja, bisher kann ich noch nicht sagen, irgendwie, wie es wäre, wenn, ja, wenn ich irgendwie über Facebook auch die Nachricht oder den Artikel irgendwie verlinkt hätte und das entsprechend geliked worden wäre, wie dann sozusagen das im Ranking ausgesehen hätte. Letzter Fall war das Doodle, was ich hatte. Was war denn das noch? Ich denke an Kölner Dom, aber das ist ja Quatsch. Ach nee, das war die Basiliuskathedrale in Moskau. Genau, da habe ich eben nichts, da lief nichts über Facebook. Der Artikel war trotzdem ein paar Stunden lang auf Position 10, also auf der ersten Seite. Hat auch irgendwie ein paar Besucher gebracht, war jetzt nicht irgendwie so das Renner-Doodle irgendwie, was wie einige andere irgendwie, aber ja, war normal. Also insofern keine Ahnung, wie es gewesen wäre, wenn ich es in Facebook reingepackt hätte. Irgendwie vielleicht wäre ich dann auf Position 9 oder 8 gelandet. Aber zumindest ist es nicht so, dass Facebook sozusagen gravierend wäre jetzt für das Ranking. Ja, also kann ich zumindest nicht so feststellen. So, was haben wir jetzt noch? Dr. Web. Ja, habt ihr vielleicht mitgekriegt, irgendwie Dr. Web ist sozusagen übernommen worden. Und ich erwähne das deswegen, weil das wirklich ein Musterbeispiel ist, wie man
so eine Übernahme nicht macht, ja, beziehungsweise wie man nicht so einen Neustart organisiert. Ich glaube, ich habe keinen einzigen Artikel oder keine einzige Reaktion gelesen, irgendwie, die das Ganze positiv geheißen hat, ja. Also Dr. Web ist eben eins der großen, wenn man so will, Hilfsportale, wenn es um Grafikdesign geht, um eigentlich auch Online-Marketing irgendwie, also alles, was so Internetthemen betrifft, irgendwie hat Dr. Web jahrelang irgendwie ganz tolle und hilfreiche Artikel publiziert. Und das Ganze ist aber eingeschlafen, weil der Gründer, wie heißt der noch, Sven Lennartz, der ist ja auch beteiligt da am Smashing Magazine. Und ja, also irgendwann wurde es ihm dann doch zu viel und hat da irgendwie Dr. Web einschlafen lassen, irgendwie, was schon natürlich erstaunlich ist, wenn man sich überlegt, irgendwie, was das für eine mächtige Adresse ist. Und nun hat es also jemand übernommen, nämlich der Tobias Knof, ja, den ich persönlich überhaupt nicht kenne. Und der hat noch irgendwie eine andere Website. Aber der hat nicht viele Freunde, wie es scheint irgendwie. Und vielleicht hat er das nicht so eingeschätzt irgendwie. Aber mit dieser fehlenden Beliebtheit hätte man das ganze Ding natürlich total anders einfädeln müssen, was die Übernahme betrifft. Jetzt hat er, macht offensichtlich oder ja, es hat den Anschein irgendwie, als wäre er sozusagen hauptsächlich aus SEO-Gründen irgendwie auf das Projekt oder wegen SEO-Gründen in das Projekt eingestiegen und hat auch sofort erstmal irgendwie relativ fette Werbebanner überall platziert. Ich weiß gar nicht, vielleicht waren die auch vorher, ja, ich war lange nicht mehr bei Dr. Web. Aber selbst wenn sie vorher gewesen wären, ja, dann hätte man sie einfach mal rausnehmen können, irgendwie, um mal so ein bisschen sympathischer rüberzukommen und nicht den Eindruck zu erwecken, irgendwie, als würde man da einfach nur den letzten Cent noch rausquetschen wollen aus dem Projekt. Und folglich ist das Ganze eben natürlich sehr kritisch aufgenommen worden von der Community. Es gab viele kritische Kommentare bei Google Plus und auch bei Twitter. Blogartikel gab es auch einige, die auch alle nicht so richtig prickelnd waren. Irgendwie, also ja, kann man nur sagen, irgendwie eigentlich ein wirklich sehr schlechter Start irgendwie und gleich erstmal die Reputation der Seite irgendwie weiter in den Keller gezogen. Da hilft dann auch nichts, irgendwie ein Interview, was er gemacht hat mit dem Sven Lennartz, dem Gründer, der natürlich auch, ja, wahrscheinlich jetzt so ein bisschen verzweifelt ist, irgendwie, dass er das Ding irgendwie losgestoßen hat irgendwie und dass das jetzt irgendwie so negative Kritiken kriegt. Außerdem hat der Guido jetzt auch, nee, der heißt gar nicht Guido, Guido Knof, nee, der heißt Tobias Knof, hat er jetzt in einem Artikel aufgefordert, irgendwie, dass man doch irgendwie Gastbeiträge da schreiben kann und damit auch tausende Leser erreicht. Naja, ob das jetzt sozusagen so erfolgreich ist, irgendwie nach der negativen PR, die jetzt am Anfang da war, muss man abwarten. Irgendwie wäre schade drum, irgendwie, wenn so ein tolles Projekt irgendwie den Keller runtergeht irgendwie. Und wenn, da sieht man dann eben auch wieder, wenn man sich zu stark irgendwie auf so SEO und Suchmaschinenoptimierung fokussiert oder wenn man vielleicht auch nur den Ruf hat, dass es so wäre, da erreicht man letztlich nicht die Massen. Ja? Also innerhalb der SEO-Sphäre irgendwie ist das vielleicht ganz schön irgendwie, aber von außen betrachtet ist das, ja, wird man sehr kritisch beobachtet irgendwie und gerade wenn man so große Projekte versucht zu übernehmen, irgendwie, dann muss man wahrscheinlich erstmal alles, was mit SEO zu tun hat, irgendwie von sich abstreifen irgendwie und zusehen, dass man tatsächlich mit einem gesunden Menschenverstand rangeht irgendwie und sympathisch daherkommt und versucht, die Leute zu gewinnen. Okay, so viel dazu. Dann, ich werde die ganzen Links, beziehungsweise ja, ich werde viele Links irgendwie noch in dem Blogartikel jetzt hier posten, irgendwie, also falls das jemand direkt auf YouTube sieht, irgendwie klickt bei mir in den Blog, irgendwie, damit ihr die ganzen Seiten entsprechend auch nochmal aufmachen könnt. Okay, bis bald. Ciao.